Hallo, hier ist Ralf Blau aus der Cinema-Redaktion. Ich möchte Ihnen jetzt den Film 24 Wochen vorstellen. Es geht um ein junges Paar, gespielt von Julia Jentsch und Bjarne Mädel. Die beiden erwarten ein Kind und erhalten hintereinander zwei Hiobsbotschaften. Die erste, ihr Kind wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Down-Syndrom zur Welt kommen. Die zweite Nachricht, die sie kurz darauf erhalten, das Kind hat zusätzlich noch einen schweren Herzfehler und muss gleich nach der Geburt mehrfach operiert werden. Die beiden entscheiden sich zunächst dafür, das Kind zu bekommen, doch nach der zweiten Nachricht sind sie sich nicht mehr so sicher. Und das Ganze ist dadurch noch besonders dramatisch, da die von Julia Jentsch gespielte werdende Mutter eine sehr populäre Kabarettistin ist. Das heißt, alles, was sie entscheidet, was sie überlegt, findet im Grunde auch noch im Licht der Öffentlichkeit statt. Dieser Film ist unfassbar intensiv, erinnert an das Sterbedrama Halt auf freier Strecke. Die Kamera kommt den Figuren unglaublich nahe, man ist emotional komplett an diesem Konflikt beteiligt. Dieser Film geht wirklich unter die Haut, sehr, sehr intensiv, ein grandioser deutscher Film, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten.